Hallo, willkommen zu der 18. Folge der Daunting Tiefebene. Ich bin hier über der Hauptstrecke, die ich in der letzten Folge weitergebaut habe. Und heute werde ich die Strecke nicht weiterbauen, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ich werde heute einen Nightjet auf die Strecke bringen, und zwar von Mainstreet nach Berlin. Das geht über Daunting. Ja, das war jetzt gerade nur meine Intro-Musik. Ich mach mal wieder die Spielmusik an. So, ich hab die jetzt nicht da reingekannt, ich hab die einfach jetzt laufen lassen auf YouTube. Stark. Hier ist die Strecke. Ich habe hier ein bisschen Vegetation reingemacht. Erstmal habe ich hier Schallschutzwände reingemacht. Das hat sehr lange gedauert. Und das hier war irgendwie auch ein Krampf, weil ich mich 10-mal verplaced hab die ganze Zeit bei dieser Sache, bei diesem einen Ding. Ja, dann gibt es ja noch ein paar Büsche und Bäume und so. Ja, keine Ahnung. Da sind wir in Scheitenkorb, Hauptbahnhof, da. Das ist der Erfurter Hauptbahnhof, da habe ich auch das Gleisfeld in der, ich glaube, vorletzten Folge gebaut. Ich denke schon, ja. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne eine Linie erstmal erstellen von Berneck nach Mainstreet. Und ich war da gerade echt dran gewöhnt, dass hier jetzt dieser Kopfbahnhof so redet. Das ist ja der Berliner Hauptbahnhof. Geil! Ich habe mir schon vorgestellt, dass es hier dieser Kopfbahnhof ist. Krass. Hier haben wir auch die Stadtbahn, ne? Alles klar. Und ja, wenn der Auslauf vorbei ist, ich mache jetzt schon das Linienmenü auf. Ja gut, ich kann nicht mal die Linie benennen, das geht sogar beim Auslauf nicht. Ich dachte, das geht noch. Schade. ICE, alles wird unter die Kategorie ICE gepackt übrigens. Hab ich gerade Nightjet gesagt? Ich will Railjet sagen. Railjet. Das ist übrigens dann das, was da auf der Zielanzeige steht. Boah, es ist kacke zu schreiben, wisst ihr warum? Natürlich nicht, weil jetzt mein Mikrofon habe ich jetzt vor meinem Mund gepackt, nicht hinter die Tastatur, sonst hört man das zu laut. Aber jetzt kann ich es richtig schlecht schreiben. Berneck, Dornettingen, Stockheim, ja. Mein Stockheim. Ja, schade. Egal, reicht schon. Ich müsste aber noch einmal ein bisschen, ein paar Änderungen an der Infrastruktur unternehmen. Also, hier in Dormitingen gefühlt der Hauptbahnhof der Karte hier. Boah, Junge. Sessen aber auch schon groß geworden. Boah, Junge. Ja, die Stadt aber auch nicht aufgebreitet. Naja, egal, ich befasse mich jetzt mal mit dem, was ich vorhab. Also, ja. Hier ist auch noch der ICT. Alles klar. Ich glaube, der Nightjet. Ich sag immer Nightjet. Ich will gar nicht Nightjet sagen. Der Railjet wird. Ach, Digga, was ist das? Die Busse kommen gar nicht voran. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade machen soll. Soll ich die Busse umleiten oder? Ja, das mache ich, ne? Ist besser. Ich leite die einfach hier um. Und das wird wahrscheinlich immer noch. Ja, ich könnte dann hier lang fahren. Ist besser, weil sonst sind die ja die ganze Zeit im Stau. Und das will ich halt absolut gar nicht. Logisch, dass ich das gar nicht will. Ja, das geht nicht. Vielleicht wieder klein. Ja, das geht krass. Und das wird genauso eine Trasse für den Bus. Da darf kein einziges Auto drauf fahren. Darum muss ich mich echt mal kümmern, weil das hier ist ja so ein zentraler Knotenpunkt. Und wenn Dormitingen, die Stadt selbst, jetzt auch nicht ans Fernverkehrsnetz angebunden ist, weil die Busse nicht funktionieren, wäre das schon. Es ist einfach schon richtig schade, deswegen muss ich das auf jeden Fall ändern. Also hier kommt dann ein zusätzlicher Halt rein. Und dann wird die Autobahnauffahrt einfach umfahren. So, der Bus wäre hier Dormitingen. Die Linie 200 nach der 3 einmal hier Kirchgasse, geil, und nach der 24
ebenfalls die Kirchgasse. Jetzt wird es auch umfahren und ich glaube, das sollte auf jeden Fall besser wirken. Ich werde aber mal die Busse noch kurz hier umdrehen, damit die jetzt nicht noch länger im Stau... Oh Gott, minus 100.000. Deswegen waren die ganze Zeit im Minus. Jetzt verstehe ich's. Also. Ja, du solltest auch umdrehen. Ja, schade. So. Und du eigentlich... Ah ne, du musst gar nicht umdrehen. Jetzt rennt er gleich doch um. Ach egal, wird schon. Ja, hier ist der Busspur drauf. Weil hier müssen die halt immer auf die Spur wechseln von der Busspur, damit die da rauf können. Das ist einfach schade. Und ich würde sagen, da die Straße hier ausgelastet ist und ich das nicht will, Sekunde. Ah! Ah, jetzt wird das hier auch eine Trasse von dem Bus. Ja. Hier ist echt viel Stau, ne? Boah. Der Zug ist nicht voll, okay. Ich guck nochmal wegen den Linien hier. Okay, Cargo 9, okay. Die transportieren wie gar nichts mehr. Ich will auch mal kurz gucken, was da los ist. Die S-Bahn im Minus, das war klar. Die S-Bahn im Minus, das war klar. Bus 200, die schlimmste Buslinie auf der Karte. Und der Shuttle natürlich. Ja, genau, hier ist der Railjet. Ja. Ich soll gerade sagen, ich meine Railjet. Oh, das ist ein Railjet-Bahn. Mann, ey. So, die Strecke aus Dormitingen, das wäre die hier und die aus Bernig wäre die. Das heißt, ich bräuchte eine Weiche einmal hier rüber. Wie? So, genau. Und da ist mir auch egal, ob jetzt, mit der Regional, mit dem Regionalexpress, mit der Regionalexpress-Strecke kreuzen oder nicht, das ist mir eigentlich total egal. Ich will die Weichen auf jeden Fall so ein bisschen versetzt bauen, hat irgendwie was, finde ich. Nee, hat nix, es hat nicht was, es ist scheiße. Nee. Na, ich weiß, wie ich es machen könnte, wie es besser aussieht. Wo ist die? Ach, die, ah, da ist sie, okay. Ich dachte kurz, ich habe mich gerade gefragt, wo die Weiche ist. So, das hier funktioniert natürlich erstmal nicht, ne? Aber hier... Muss ich das Gleis auf jeden Fall abreißen, damit ich hier so ein Hilfsgleis setzen kann. Und das wird dann hier die zweite Weiche sein. Ja. So. Und die ist halt 5 Meter weiter weg. Von der anderen Weiche. Und das ist schön. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das hat wirklich was. Das finde ich nice. So. Dann einmal ans Ende hier. Ja, wenn ich jetzt ein Signal place, dann kann der Zug auch hier aber warten auf den ICE. Das ist ja auch nicht so geil. Könnte vielleicht noch ein Einbahnsignal hin. Und hier soll er dann warten. Ich packe einfach hier. Und hier ein Signal hin. Nee, warte. Ach so, ich könnte auch einen Wegpunkt setzen. Was ist das denn? Was bist du denn? Interessant. HL-Signal. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ja, ist das gleiche. Dann ist ja noch was. So, dann nochmal einen Wegpunkt. Hier hin. Und so passt mir das dann auch. Oh, jetzt habe ich das falsch abgerissen. Stark. Ich glaube nämlich, dass Wegpunkte ja nur zur Wegführung dienen und deswegen der Zug dann eher an dem Signal hält. Ich hätte auch Invisible Waypoints. Finde ich persönlich besser. Pack hier noch einen hin und hier. So, dann kann ich die Linie schon erstellen. Einmal Railjet, Bernek, Dormitingen, Mainstockheim. Und da Mainstockheim die Hauptstadt ist, soll auf der Zielanzeige auch Mainstockheim stehen. Also ich habe gerade Zielanzeige gesagt. Natürlich steht auf der Zielanzeige nicht der Liniennamen unter Railjet drauf, sondern da steht dann Railjet. Und dann halt die Zielanzeige, was dann Mainstockheim Hauptbahnhof wäre.
Der ist allerdings relativ überfüllt. Hier haben wir zwei Durchgangsgleise. Und ein Kopfgleis. Da hält gerade eine S-Bahn und einen. Ne, es ist hier der ICE. Und da hält noch die Nebenbahn. Jetzt hält dann Railjet noch. Ja, geil. Das heißt, ich müsste den Bahnhof bald mal austauschen. Habt ihr im Stream dafür abgestimmt, dass ich den. Welcher war das nochmal? Ich glaube, das war. Ja, genau, das war der Düsseldorfer Bahnhof. Dafür habt ihr abgestimmt. Das heißt, ich baue den Düsseldorfer Bahnhof dann auch dahin. Wo ist denn hier ein nächstes Signal? Da. Genau. Ja, dafür habt ihr abgestimmt. Deswegen mache ich dann in einer der nächsten Folgen. Nee, nicht in den nächsten Folgen. Es wird so viel Zeit auf sich. Es wird so viel Zeit benötigen. Ich mache das dann lieber in einem Livestream. Im nächsten Livestream werde ich dann den Dormitinger Hauptbahnhof wahrscheinlich so um die. Ja. 10, 12 Gleise verpassen. Ja, ungefähr so. Genau. Ah, ne, die Weiche ist jetzt falsch gebaut worden. Ne, egal. Soll er nicht darüber fahren, dann soll er einfach hier rüber fahren. Hier rüber und dann einmal so. Nochmal den Wegpunkt hinzufügen und dann hält er einfach auf den ICE-Gleisen von, was auch immer. 4 bzw. 3. Das waren die ICE-Gleise von Berneck. Also da hält dann hält dann eine ICE-3 dort sowie ein Railjet der ÖBB. Ich mag den Railjet und ich habe ihn eigentlich aktuell auf meinen Karten noch nie im Leben fahren gelassen. Deswegen wird es auf jeden Fall mal Zeit. Hier könnte ich eine Dreiwegweiche bauen. Denn das wäre noch sinnvoll. Jetzt sollte es funktionieren. Ja, genau. Das funktioniert halt. Ja, der kann jetzt nicht zurückfahren, aber das wird schon, denn der soll jetzt nochmal im Bernecker bzw. Berliner Hauptbahnhof halten. Ah, hier ist jetzt ein Problem. Habe ich hier wieder ein falsches Signal ausgewählt oder was? Wegpunkt. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Sehr komisch. Also, ja genau. Ich check's. So eine Weiche wäre noch vielleicht sinnvoll. Ah, jetzt lag's komplett. Ah! Aber jetzt funktioniert's, genau. Man kann er nämlich auf beiden Gleisen halten, wenn der Zug das dann braucht. Einmal das Signal. Einmal das Signal. Und dann geht es hier weiter. Da kommt dann die andere Sterbestrecke, die hier einfach endet. Genau. Ich werde einfach das alles in den Livestreams machen, in den Videos werde ich einfach dann immer so ein bisschen die Highlights machen, wie zum Beispiel jetzt diese Railjet-Linie. Also für mich ist das ein Highlight und ich habe jetzt echt schon 14 Minuten damit verbracht, diese Railjet-Linie zu erstellen und bin noch nicht mal, den Zug noch nicht mal losgeschickt. Ah, das ist klar. Aber ich würde gerne, dass der auf einem anderen Gleis hält, denn ich habe ja so viele Gleise zur Verfügung, also soll ich die auch nutzen. Ich gucke mal kurz, welche Gleise hier noch zur Verfügung stehen, also ich könnte. Ja, das wäre nice. Das hier mal als drei Wegweiche connecten. Dann geht das nicht. Hä? Sehr komisch. Sehr komisch. Ja, stark. Aber das ist ja auf der gleichen Höhe, also ist das irgendwie weird. Ja, da muss ich die Doppelkreuzweiche ein kleines bisschen nach hinten versetzen. Circa so. Einmal das Signal replacen. Zack. Jetzt kann ich das hier wieder abreißen. Und das hier auch. Genau. Jetzt kann nämlich
diese Weiche hier reingeführt werden und dann kann er einfach dann hier switchen und dann passt das. Und ich pack nochmal Ausfahrtsignale hin, damit die Züge auch an den Signalen warten und ich jetzt nicht hier, damit es nicht so komisch aussieht, wenn die dann an den Bahnhöfen warten. Das ist so, am Ende des Bahnsteigs warten, so ist es auf jeden Fall besser. So, Berneck Hauptbahnhof, möglich wären, ich will aber ein anderes Gleis, hä? Was war denn das jetzt nochmal? Das war F8. Jetzt lag's wieder. Ich glaube, das Spiel hat erkannt, was ich will. Nee, jetzt nicht. Komisch. Okay. Was ist das? Geht's überhaupt noch bis hier? Ja, bis hier geht's noch. Ja, bis hier geht's noch. Ja, stimmt. Der muss ja jetzt wieder in Dormitringen Halt machen. Deswegen checkt das Spiel wieder nicht, was ich will. Weil da gibt's ja auch keine Wendeschlaufe. Deswegen, ja. Das ist mein Problem. Natürlich wird jetzt der ICE 3 nicht mehr so schnell fahren können, also der schafft aktuell so 250 km/h, glaube ich. Und der wird jetzt halt auf, ich glaube, 230 beschränkt sein. Ich guck mal, dass ich mir da Gleise anschaffe, die vielleicht auf 250 runterbremsen können, weil es kann auch sein, dass der Zug doch etwas schneller fahren kann. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, aber es kann halt sein, ne? Man soll ja halt nicht eingeholt werden. So, Dormitingen auf Gleis 3 beziehungsweise 4. Ja, dann geht's wieder zurück. Warum lag's denn so die ganze Zeit? Einmal den Wegpunkt, damit das Spiel, wenn ich jetzt irgendeine Wendeschlaufe irgendwo baue, nicht wieder irgendwas anderes macht. Das auch mal kurz noch. Sicher, also. Ja. Ja. Also ich meine, jetzt ist halt besser, dass ich das markiere, weil dann kann ich ausschließen, dass er jetzt irgendwo anders lang fährt. So, hier noch. Und den Rest kann er eigentlich durchfahren bis jetzt zum Mainstockheim Stadion. Da werde ich das nächste Signal auswählen und dann kann er direkt schon im Hauptbahnhof Mainstockheim dann enden. Also da werde ich jetzt nichts mehr unbedingt auswählen. Vielleicht noch ein Signal vor dem Hauptbahnhof und dann reicht das schon. Ich wähle dann immer gerne die Signale aus, damit die Züge nicht irgendwann sich den Weg selbst entscheiden. Das hier meine ich. Jetzt kommt hier die Nebenbahn, der ICET und der Railjet auf einem Gleis zusammen. Das ist ja auch wieder weird. Aber der ICET kann 230, das heißt, diese Strecke hier ist auf jeden Fall safe von Einholungen. Und Beschleunigung ist ja egal, weil der hält ja nur in Dormitingen und dann meint schon keiner. 200, 250. Ah, Mist. Ja, mehr als 200 schafft das Ding ja sowieso. Also ich guck mal kurz, wie viel schnell ist die Tauche, weil ich kann mich auch vielleicht irren. Und die schaffen nur 200, dann würde ich das Ganze auf 200 beschränken. Ja, die schaffen sogar 220, krank. Ich will ja ein Rage, ach nee, Zugkomposition, da war das. Da kann ich mir ein bisschen Zeit sparen. Und da ich selber nicht mehr genau weiß, wie so ein Rage aufgebaut ist, mit welchen Wagen die wann kommen, so nehme ich lieber die Zugkomposition. Siemens Railjet. Ja, 230, ja, schade. Und ich glaube, die Lok kann auch 230 km/h. Denn die Wagen sind ja, glaube ich, soweit ich weiß, an der Lok angepasst. Wiener Waldtunnel, Testgarnitur, großer Schriftzug. 160 Testgarnitur, ja, jetzt war die kurze. Designvorschlag jetzt auch noch. Keine Ahnung, was das ist. 175 Jahre Eisenbahn in der ÖBB. Ah, so ein Repaint mit so ein paar Marken, Werbungen und was auch immer. Da gibt es echt viele Varianten. Da gibt es auch den CD-Railjet, also entweder das ist Polen oder das ist Tschechien, aber ich glaube auf jeden Fall, das ist Tschechien CD, ja, eben. Ich kann es nicht aussprechen, aber das ist ja dieses Ceske 3. Und das ist ja tschechisch. Deswegen, ja. Genau, habe ich mal in Berlin gesehen. Es war allerdings da nur eine lokbespannte Garnitur mit den IC-Wagen, also den X-Wagen, nicht X-Wagen, ich bin ja auch doof, den halt Intercity-Wagen von der
als Teske 3. Also die ist natürlich auch noch gefahren, aber trotzdem. Ja, das ist DW, genau. Ich gebe einfach direkt mal Rage ein, ist glaube ich schlauer. Rage. Und da ist es. Die kostet einfach, oh Gott, 26 Millionen. Yo. Was haben wir noch? Ich mag die am meisten. Vom Look her. Das ist auch wieder richtig viel Auswahl hier. Echt krank. So, aber ich nehme das hier. Das ist 42 Millionen. 160 Kapazitäten. Und ich glaube, für die Karte, das peppt so ein bisschen die Optik auf jeden Fall auf. C, Ranged, Bernack, Doting, Mindshockheim. Das ist jetzt einfach für die Leute gedacht, die jetzt nicht dann umsteigen wollen. Die nicht nur nach Doting wollen, sondern direkt nach halt von Mindshockheim nach Bernack, aber lieber schneller. Muss mal gucken. Das hier hat eine Frequenz von 5 Minuten und 8 Züge, das heißt 8 mal 5, 40 Minuten dauert eine Fahrt und da ist eine Zurückfahrt, das ist 20 Minuten von Mindshockheim bis nach Bernack und jetzt bei meinem Rayjet 21 Minuten, also 10 Minuten dauert das dann. Ja, ist ja besser. Und da kommt das Ding schon. Ich schnappe mal kurz mein Kameratool und spotte ein bisschen. Ich schalte mal auf Bild, weil irgendwie diese ganzen Schlüsselbilder irritieren mich so ein bisschen von der, weil es einfach steht die ganze Zeit. Ein bisschen höher. Und jetzt, ja, noch ein bisschen höher. Und jetzt genieße ich das mal. Ich mag aber auch diesen Rated schon so gut. Auch diese Optik. Diese Wagen auch, die sind auch so nice. Economy ist gerade am Vorbeifahren. Economy Class. Einfach sowas wie im Economy Class. Okay. Ah, der ist durch diesen Wittenberger Kopf durchgefahren. Nice. Und hier nochmal den Führer, also den Steuerwagen von den ganzen Wagen. 0 FPS. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Da fährt er wieder durch. Ja, das ist klar. Also, ich hätte mir da auf jeden Fall ein Gleis festlegen sollen, wo da dann die Züge aus dem Depot rauskommen. Und dann auch das richtige Depot auswählen müssen, weil da sind auch 4 Depots. Naja, egal. Dann hoffe ich, das Ganze rentiert sich. Ich habe jetzt einfach 20 Minuten verbracht, nur eine Schnellzuglinie einzurichten. Ein neuer negativer Rekord für mich. Ja, für alle, die es noch nicht kennen, das wollte ich nochmal kurz vorstellen. Bauhaus Mainz-Stockheim. Es ist ein Bauhaus mit Besucher 150 und Werktätige 20. Boah, geil, ne? Ich finde das so schön. Und ja, das war ein bisschen too much, ne? Jetzt laufen da die ganze Zeit so eine random Person rum. Alles ist überfüllt. Und das ist auch überfüllt nur von dem Bauhaus. Da ist das hier noch relativ in Ordnung. Ich habe da übrigens auch so einen Shuttle-Bus, weil ich euch gefragt habe, was das Shuttle ist. Das ist der süßeste Bus auf meiner Karte. Wollte ich nur kurz vorstellen, ich finde nice. Der ist halt im Minus, weil da niemand mitfährt. Egal. Ich mag den irgendwie. Ja, dann hätte ich jetzt die Rated-Linie. Boah, das war auch richtig viele Linien im Minus, ne? Weiß man eigentlich, was mit der passiert? Das muss ich jetzt nochmal abchecken. Ah, die hat 47 dran. Die habe ich auch gekauft mal, genau. Ja, doch, hier ist was. Ich dachte schon, dass die Linie bekommt jetzt keinen Stuff mehr zum Transportieren. Steine kommen dann von dort, aber da ist ja, oh Gott, wie viel? ja. Er kann 80 Steine laden. Was liegt da? 300. Das war genau 300, jetzt 309, das ist überfüllt. Krank. Ich müsste da mal mehr Züge draufschicken. Das könnte ich jetzt auch machen. Was ich auch mal machen könnte, ist mehr Regional-Express-Züge kaufen. Ich bin aber viel zu faul dafür, weil ich dann Angst habe, dass es wieder ins Minus geht.
So, ich packe mir, einfach hier eine kleine Spitzgehre ran. Hier, da ist sie. Hä? Achso, jetzt ist die noch. Oh, okay, alles klar. Und dann einmal hier. Sorry für diese Unterbrechung. Mein Speicherplatz ist gerade ausgegangen. Ich habe es einfach nicht gemerkt, während ich den Zug erstellt habe. Ja. Der ist jetzt komplett voll. 287 Stein. Und ja, ich zeige noch kurz in den Zug, weil ich habe den ja jetzt nicht erstellt bekommen. Weil mein Speicherplatz einfach mal voll war. Einmal nur Rainpool 186 aus, ich glaube, Polen. Ja, und dann immer noch ein paar verschiedene Wagen. Das hier ist für Baumaterial, der Rest ist nur für die Steinchen. Denn die waren auch mal wichtig, dass das da alles überfüllt. Ja, wieder ein paar Steinchen, ne? Immer verschiedene Waggons genutzt und ja, das ist dann mein fertiger Güterzug. Ich gucke nochmal kurz, wie der andere aussieht. Das ist ziemlich jetzt gerade auch noch so ein Vergleich. Das hier ist der und der ist ein bisschen. Also der hat ein paar. Der hat meistens die gleichen Wagen. Naja, egal. Ja. Dann war es auch frei wie. Ah, moin. Nee. Das war jetzt ein anderer. Ja, genau. Dann wäre ich eigentlich für das heutige Video durch. Was ich noch machen würde, ist noch ein paar RE2. Gar nicht. Ein paar RE2. Züge drauf zu schicken auf die Linie RE2. Was halte ich eigentlich von diesem für mich unpassenden Bahnhof? Der ist übrigens aus China, nee, aus Japan. Ich finde ihn irgendwie nicht so cool. Naja, egal. Ich lasse ihn erstmal da stehen, bis irgendein Kommentar kommt. Ey, ändere das mal. So, einmal hier dann. Ein paar Züge für die RE Nummer 2. Also ich habe jetzt bis jetzt nur die Vectron Sandwiches fahren gelassen. Ich mag irgendwie dieses Board Sandwich so als Bezeichnung für eine Zusammenstellung eines Zuges. Ist ja halt am Ende oder also vorne und hinten halt eine Vectron jeweils. Ich könnte die 40-40 nehmen möglicherweise. Und schreibt gerne rein, ob ihr denn die DB, den Enno oder die MRB am liebsten habt. Ich habe auch noch so ein Repaint Pack, aber ich glaube diese Fahrzeuge kommen dann auch erst später raus. Ich hätte noch die zur Verfügung, aber nee, ja, Tele 2. Nee, kein Bock. Ich habe schon genug doofe Erlebnisse mit der gehabt. Ich mag die aber nicht. S-Bahn auf keinen Fall. Ah, ich hätte auch die hier. Weil das eine ist eine S-Bahn, das andere kenne ich nicht. Keine Ahnung, was Ventus ist. Ich will dann lieber Odeck fahren lassen, aber die gibt's noch nicht, also nein. Ah, der Flirt 3. Nice. Und da hier, hier hätte ich dann auch den Odeck oder die WFB könnte ich nehmen. Nice. Warum nicht? Ja. Ja, komm, nehmen wir. Oder ich hätte eine bessere Idee. Wir nehmen den 5-Teiler Abellio. Ein Fünfteiler, guck mal, hier gibt es einen Fünfteiler bei der Go-Ahead-Variante. Sieht mir ein bisschen mehr wie bewegt aus, aber okay. Und dann, nicht der. Dann war der CFL dran. Zu lang. Ja, komm, nehmen wir einfach WFB, komm. Ich mag den Zug. Let's go. WFB war doch, WFB war, meine ich, da in der Region Münster bis Hannover unterwegs, kann es sein. Ich könnte auch gut falsch liegen. Klärt mich da gerne in die Kommentare auf. Ich habe echt gar keine Ahnung, muss ich sagen. Okay, RE
E2, Bernick Domsingen, genau. Schickes Ding. Ich mag den einfach, diesen Doppelstoff. War das jetzt ein Flirt? Ich glaube Kiss, ne? Ich kann Flirt und Kiss nicht unterscheiden. Aber was ich auch weird finde, ist die Bezeichnung Flirt und Kiss. Ja, keine Ahnung. Und ich würde auch gerne diesen Doppelstoffwagen mal auf den Betrieb nehmen. Oh, ich habe mich gerade so erschrocken bei diesem Macho, ne? So, das würde dann bei jedem Zug... Ach, jetzt habe ich hier noch einen Vektor dran, stark. Das würde dann insgesamt 61 Millionen kosten. Kann ich mir leisten. Zack, jetzt habe ich hier Flirts unterwegs. Und die haben jetzt sogar insgesamt eine bessere Kapazität, also finde ich gut. Dann sollte die jetzt erstmal nicht mehr überfüllt sein. Ja, Westfalenbahn, genau, das war da doch, ne? Ich mag dieses Repaint irgendwie. Ja, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor, dieser Ton. So, ich weiß gar nicht, jetzt, weil ich jetzt zwei Aufnahmen habe, wie lange jetzt das schon das Video geht. Es kann jetzt sein, dass es schon 40 Minuten geht. Oder um 30, keine Ahnung. Aber ich würde gerne die Züge der RE1 auch langsam halt. Ich habe das Wort vergessen. Nicht außer Betrieb nehmen, sondern. Oh, wie. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, es tut mir leid. Ich hätte ja möglicherweise auch, ich hätte jetzt auch, glaube ich, bald diesen Stadler Kiss 1 als IC-Variante. Die wird wahrscheinlich von Bernick nach Krevin fahren. Die IC1 war, die IC2 Doppelstockwagen wird dann irgendwas über Dormitingen. Und die IC1 wird auch was über Dormitingen. Ich habe die Westbahn, aber irgendwie will ich sie nicht. Ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Weil ich habe jetzt von Kiss, Flirt, jetzt von einem Kiss, ich weiß ja nicht. Solltest du lieber ein anderes nehmen, ein anderes Fahrzeug. Ja, Schnellzüge brauche ich nicht, nee. Ja, sonst hätte ich jetzt noch die 1440, aber die hat glaube ich eine geringere Kapazität. Also ich brauche 162 Kapazitäten, also die sechsteilige Variante. Und dreiteilige, ja, dann würde es glaube ich optisch mehr Sinn machen, wenn ich eine fünfteilige Variante anhänge. 200 Kapazitäten, krank. Dann einmal das hier. Und einmal jetzt noch der... Ah, hier gibt es sogar so ein schickes Repaint. Ah, oh, der hat sogar richtig viel Kapazität. Und jetzt nochmal einmal der MRB. Und ja, damit alle halt hier... Also damit halt, ja, ist halt gut. Wenn ich jetzt an jedem halt einen hab, dann, ja, keine Ahnung, was auch immer. Und sonst hätte ich hier mehr oder weniger nichts Gutes zur Verfügung. Ah, ich könnte auch den Twin Decks nehmen, ne? Nee, ich weiß ja nicht, ob ich einen Twin Decks haben will. Egal, auf jeden Fall, mir fehlen 2 Millionen für den MRB. Da habe ich zumindest schon mal etwas mehr Kapazitäten. Ich gucke jetzt auch noch mal kurz, wie das Ganze aussieht. Genau. Der hier war das. Also einmal der MRB. Das ist ja da in der Nähe von Leipzig, glaube ich. Leipzig, Chemnitz irgendwo da, glaube ich, ne? Mitteldeutsche Regiobahn. Ah ja, es gibt die S-Bahn Mitteldeutschland, es gibt auch noch die Mitteldeutsche Regiobahn. Ja, das ist doch da irgendwo bei Leipzig. Der Enno, da ist er ja bei Hannover und Bielefeld und Kassel. Ich glaube auch Kassel, ne? Kann das sein? Ja, Bielefeld kann ja nicht sein. Bielefeld ist ja wie immer nicht existent. Ja, Metronom. Enno gefahren vom Metronom? Sei mal denn das? Da habe ich hier wieder was gelernt, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Von Metronom. Metronom ist in Niedersachsen. Der Enno dann unter anderem auch. Da habe ich dann noch dieses Repaint. DB-Variante müssen wir uns nicht angucken, das kennen wir alle. Ja, dann würde ich sagen, wenn es das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder
würde mich echt freuen, weil es für euch nur ein Klick ist und mir persönlich echt viel helfen würde auf meinem Weg, ja, die, oh, bei YouTube halt, ne, keine Ahnung, und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.